Und ich kann es ja an der Stelle auch nochmal erwähnen. Wie hieß das so? Genau. Ich muss gerade wegen dem Namen nochmal kurz überlegen. Die Spendengelder gehen an Sweet Relief. Das ist eine. Moment, so. Das ist eine Organisation, die sich halt um Musiker kümmert, die finanziell gerade nicht so gut dastehen. Sei es jetzt durch Corona, sei es durch Krankheiten oder dergleichen. Und die kriegen dann da so ein bisschen Geld. Also die Organisation Sweet Relief, die verteilt dann halt entsprechend das Geld. So, wir sehen an sich schon ein Spiel, aber der Run geht noch nicht los. Hey, das ist hier das. Das ist, was wir jetzt hier sehen, ist ja das Intro. Wenn genau. Das Spiel lädt und. Ja. Ja, die Demo im Grunde. Genau, das gibt es aber leider bei neueren Games gar nicht mehr. Ja, das liegt auch daran, diese Demos waren damals aus zweierlei Gründen da. Einerseits, damit es nicht zu lange ein Standbild gibt, weil bei den alten Röhrenfernsehern konnte sich das Bild ja so ein bisschen einbrennen. Ja. Und zweitens, damit man das in Schaufenstern präsentieren konnte. Also er hat es dann halt die Konsole angeschlossen und irgendeinen Fernseher. Und dann lief das halt so durch und die Leute konnten halt vorbeigehen und das sehen. Boah, heutzutage wird sowas ja sowieso online gemacht und da gibt's dann ja auch, weiß ich, über YouTube und so kann man sich ja Gameplay davon angucken. Also da hat das deutlich an Bedeutung verloren. So, okay, also Switch scheint bereit zu sein. Also der Runner, ich sag jetzt mal Switch, ich lasse das VC am Ende mal weg. Auch über die Switch wird das gespielt. Wird das auch über die Switch gespielt? Weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Also ich weiß nicht, wie gut der Speedrunner drüber ist. Und heißt der Fate. So, okay. Also erst mal so ein paar Grundlagen, was die Bewegung angeht. Haben wir, das sehen wir hier öfter mal, haben wir diese Rolle. Und diese Rolle ist die schnellste Bewegungsart. Also grundsätzlich ist Laufen und Springen hat dieselbe Bewegungsgeschwindigkeit. Die Rolle ist deutlich schneller. Allerdings gibt es ja immer, oh Gott, ja jetzt, ja gut, dann muss ich das hier, die Invisible-Dinger, muss ich dann ein bisschen später erklären. Das ist auf alle Fälle jetzt ein Glitch gewesen, aber da gehe ich dann ein bisschen später nochmal drauf ein. Ja, die Rolle ist, wie gesagt, die schnellste Fortbewegung. Allerdings sollten wir die aus der Bewegung heraus machen, aber wir sind ja sowieso die ganze Zeit in Bewegung, also macht es da keinen wirklichen Unterschied. Und wir sollten aufpassen vor Abgründen mit dem Rollen, denn wenn wir rollen, kann es halt mal passieren, die Fallgeschwindigkeit wird dabei auch erhöht. Das heißt, wenn wir jetzt in den Abgrund reinrollen und dann springen wollen, kann es sein, dass wir nicht weit genug springen können, einfach weil wir zu sehr nach unten gezogen werden, dann im Abgrund landen. Wichtig ist auch, dass wir am Ende dieser Rollbewegung, dass wir dann so eine kleine Animation haben, die uns wieder ein bisschen verlangsamen würde. Das heißt, es macht Sinn, dass wir dann halt nach dem Rollen sofort einmal kurz springen und dann wieder weiterrollen. Es gibt da allerdings, hier ist übrigens wieder ein Wrong Warp, wie gesagt, da gehe ich gleich drauf ein. Es gibt allerdings auch den Vorteil, dass wir, wenn wir mit einer Rolle in Gegner reinrollen, dass wir dann einerseits diese Animation am Ende skippen und andererseits gewinnen wir dadurch sogar ein bisschen an Geschwindigkeit. Also idealerweise rollt man immer durch Gegner durch. Und mit Rolle ist halt dieser Handschlag von Diddy, beziehungsweise dieses mit den Haaren wirbeln am Boden, zumindest mit den Haaren wirbeln von Dixie gemeint. So, die Wrong Warps. Wir haben da jetzt schon zwei Stück von gesehen. Und diese Wrong Warps, die sind auf technischer Ebene ein bisschen kompliziert. Und zwar läuft das Spiel so ab, dass wir immer, wenn wir ein Objekt aufheben, wird an einer bestimmten Adresse im internen Speicher wird halt was gespeichert, so von wegen, ja hier, das ist jetzt ein Fass, das tragen wir gerade. Und sobald wir das loswerden würden, das Fass oder den entsprechenden, weiß ich, so ein Käfer zum Beispiel, okay, so eine Käferschale, sobald wir die loslassen, wird halt dieser Speicher gelöscht. Wenn wir es jetzt aber schaffen, einen Gegenstand verschwinden zu lassen und gleichzeitig aufzuheben, also wenn wir zum Beispiel einen Gegner bewerfen mit einem Käfer, und in dem Moment, in dem der Gegner getroffen wird und dass der Gegenstand halt verschwinden würde, wenn wir in dem Moment auch den Gegenstand wieder aufsammeln, kommt das Spiel durcheinander. Das heißt, diese Adresse, die wird dann mit irgendwelchem, ja, in Anführungsstrichen Müll gefüllt.
Und das sorgt im Endeffekt dafür, dass wir, wenn wir dann so eine unsichtbaren Fässer benutzen, dass das Spiel nicht mehr weiß, wo es uns hinsetzen soll. Und normalerweise setzt es uns dann einfach aus dem Level raus und wir haben das Level aber offiziell geschafft. Damit können wir halt einiges abkürzen. Ist jetzt sehr kompliziert erklärt und ist auch gar nicht so einfach, das Ganze wirklich zu verstehen. Aber so grundsätzlich, ja, die Mechanik zumindest, die habt ihr dann, glaube ich. Das Ganze ist übrigens mit Diddy um einige schwieriger als mit Dixie in vielen Fällen. Also dieses gleichzeitig aufheben und halt einen Gegenstand verschwinden lassen, den wir gerade in der Hand hatten. Also sollten wir nach Möglichkeit immer mit Dixie machen. Generell wollen wir uns aber in erster Linie mit Diddy fortbewegen, weil Diddy schneller ist, unterm Strich. Außer in solchen Leveln hier, weil Dixie halt ja, fliegen bzw. schweben kann, was sie in einigen Leveln dann doch wieder schneller macht. Und um halt immer zu gewährleisten, dass wir am Anfang eines Levels den richtigen Charakter haben, ist es hilfreich, einen kleinen Glitch auszunutzen. Und zwar immer, wenn wir an dieser Zielscheibe am Ende eines Levels ankommen, können wir direkt bevor wir diese Zielscheibe treffen, können wir nochmal einen Charakter wechseln. Dadurch wird diese Wechselanimation übersprungen, also wir sehen davon gar nichts, aber wir starten das nächste Level dann mit dem entsprechenden anderen Charakter. The run really starts, in my opinion. Der zweite Boss kommt. Genau. Den fand ich früher als Kind scheiße. Ja, ja, der ist auch im Speedrun sehr hart. Was? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt von. Okay, also Switch, also der Runner, der klang ihm so, als wenn er verwirrt ist, und das hatte mich jetzt selber auch ein bisschen verwirrt. Ja, aber scheint alles in Ordnung zu sein. Gut, jetzt habe ich Bewegungsgeschwindigkeit erklärt, den Wrong Warp habe ich so gut es geht halt erklärt. Wie gesagt, das ist halt um einiges komplizierter, als ich das jetzt erklärt habe. Hier haben wir ihn jetzt nochmal rangeholt. Was wir auch öfter mal in dem Run machen, ist so ein bisschen mit der Kamera spielen. Also wir können die Kamera mal ein bisschen nach links oder nach rechts verschieben. Und das machen wir uns zunutze, denn Gegner sind physikalisch im Spiel erst da, wenn sie auf dem Bildschirm sind. Und auf diese Art und Weise können wir halt Gegner-Spawns entweder verzögern oder ein bisschen beschleunigen, was uns an einigen Stellen ein bisschen weiterhilft. Was mich jetzt auch gerade an der Animation wundert, das Schwert hat Knochen hinterlassen. Ach so, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, warum. Das hat mich als Kind nie gewundert. Aber jetzt. Okay. Ach so, und hi Lord Blub übrigens. Und hi Dragon Dash, du hattest vorher noch nicht geschrieben, ne? Nee, okay. Ich habe die ersten 10 Sekunden der Erklärung nicht mitbekommen. Kannst du nochmal mit dem Erklären anfangen? Nee, ich kann aber mal, Moment, das kann ich mal schnell machen. Da gibt es nämlich eine sehr interessante Seite, auf der die Clips und Glitches und Tricks richtig gut erklärt werden. Das hatte ich jetzt auch als Basis genutzt für die Vorbereitung. Ja, also wer sich dafür interessiert, der kann da mal ein bisschen reingucken. Es gibt beispielsweise auch, das hatte ich jetzt noch nicht erwähnt, mit einigen Tieren Doppelsprünge, die so nicht geplant gewesen sind, die so nicht beabsichtigt waren. Zum Beispiel mit, oh Gott, Rattly hieß die Schlange, glaube ich, ne? Ja. Mit Rattly und mit Rumby, also Nashorn. Genau, Nashorn. Aber da gibt es halt verschiedene Techniken. Also gerade bei Rattly gibt es sogar insgesamt technisch gesehen 3 verschiedene Varianten, so einen Doppelsprung hinzukriegen. Voll schön, dass es den Kanal noch gibt. Rattly, oh, die Klapperschlange. Genau. Ja, uns gibt's noch. Uns gibt's noch, natürlich. Seit mittlerweile 6 Jahren, ne? Ja. Also offiziell ist der Kanal ja im August 2015 gegründet worden. Ich glaube, August war es. Egal. Weiß ich nicht, da war ich noch nicht vor Germany. Ach so. Kommen wir etwas später dazu. Genau. So, Unterwasserlevel. In den Unterwasserleveln müssen wir im Grunde einfach nur durchschwimmen. Also da gibt es jetzt nichts, speedrun-technisch zumindest nichts Spektakuläres oder so. Das ist halt einfach durchschwimmen, die Route natürlich kennen. Der liegt so Wasserlevel in Donkey Kong. Genau. Aber die Musik in den Wasserleveln war immer cool. Also vor allem in Donkey Kong Country 1. Die ist ja mehr oder weniger ikonisch, die Musik. So, ich gucke mal ganz kurz durch die Liste durch, was ich noch so vergessen habe.
Also so generell zu erklären. Ja gut, das sind so Kleinigkeiten. Invisible Barrel hatte ich ja schon erklärt. Ja, der Moonwalk ist jetzt auch nicht ganz so wichtig. Ja, also so die Grundlagen habe ich eigentlich. Ah ja, doch, die Squidder Instant Platforms. Stimmt, da kann ich mal drauf eingehen kurz. So mit dem Kommentieren an sich. Ihr seht ja, was gerade passiert. Also da kann man tatsächlich mal relativ wenig in dem Moment zu sagen. Vor allem, weil es verdammt schnell geht und ich dann eh nicht hinterherkommen würde. Die Spinne, mit der können wir Plattform erstellen. Und wenn wir die L- und R-Tasten quasi gleichzeitig drücken, dann können wir das Ganze auch ein bisschen beschleunigen. Also, dass wir, na, was heißt beschleunigen? Also, wir können eine Plattform, wir können, also normalerweise funktioniert es so, dass man das Netz erst in die Luft schießt und dann nochmal per Knopfdruck das Netz quasi zur Plattform macht. Und wenn wir L und R gleichzeitig drücken, haben wir halt direkt vor uns die Plattform. Das können wir halt nutzen, um schneller über irgendwelche Abgründe oder irgendwo hochzukommen beispielsweise, indem wir im richtigen Timing halt nach oben springen und so während der Aufwärtsbewegung immer noch dann halt die Plattform direkt über uns oder vor uns erscheinen lassen. So, achso, okay, gut. Ich wusste gerade nicht, ob der Treffer jetzt beabsichtigt war. Ich glaube auch nicht. Hier werden wir jetzt nicht wirklich Double Jumps sehen, also die ich erwähnt hatte. Die Double Jumps bei Radley, jetzt kann ich ja mal ein bisschen drauf eingehen, weil es irgendwo doch ein bisschen passt, weil wir Radley gerade spielen. Die Double Jumps funktionieren so. Radley hat eigentlich eine Move, mit dem wir quasi so einen Charge-Jump haben können. Also sprich, dass unser Sprung aufgeladen wird und dann werden wir nach oben ein Stück geschleudert. Und wenn wir diesen Charge-Jump in dem Moment, in dem wir landen, sofort starten und dann gleich wieder springen, dann werden wir halt erst ein Stück nach oben geschleudert und dann wird der eigentliche Sprung erst durchgeführt. Das ist halt ein Double Jump. Das ist aber der Double Jump mit der geringsten Höhe. Da gibt es halt noch verschiedene Varianten, dass wir dann nach oben springen und dann während des Hochspringens schon den Sprung aufladen und dann wieder nach unten springen. Dann bei der Landung halt dasselbe machen, wie ich eben schon erklärt habe. Dadurch würden wir dann noch höher springen. Und da gibt es dann noch eine dritte Variante. Da weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, wie sie funktioniert. Die ist aber noch ein bisschen komplexer. Wären die SNES Donkey Kong Teile eigentlich leichter oder schwerer? Ich persönlich finde, dass jeder Teil immer ein bisschen leichter wird, also von Teil zu Teil. Aber die sind relativ konstant, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Und wir hatten das ja bei dem German Splash gehabt. Übrigens, das ist jetzt so ein Wrong Warp gewesen, bei dem wir eigentlich, also wir hätten eigentlich mit dem Fass ins Bonuslevel kommen müssen. Ich gehe gleich nochmal auf das von eben weiter drauf ein. Wir hätten eigentlich mit dem Fass ins Bonuslevel kommen müssen, dadurch, dass wir halt den internen Speicher manipuliert hatten, durch dieses Objekt tragen, Objekt wegwerfen und Objekt sofort wieder tragen, während es zerstört wird. Dadurch wusste das Fass halt nicht, wo es uns hinschleudern soll. Und in dem Fall hat es halt uns auf die Karte gesteuert und das Level war geschafft. Da gibt es aber auch Varianten, die sollte man nicht unbedingt machen. Also da passieren dann ganz komische andere Dinge. Ich habe sogar gelesen, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber ich habe sogar gelesen, dass es in einer Variante passieren kann, dass wir, dass das SNS kaputt geht. Keine Ahnung, was dahinter steckt, aber oh, stand da zumindest irgendwo. So, stimmt, hier, auf das bin ich jetzt noch nicht eingegangen, hat man jetzt aber nur ganz kurz gesehen. Wir können normalerweise unser Teammitglied tragen und auch in die Luft werfen. Und wenn wir, wie war das, wenn wir unser Teammitglied tragen, auf den Gegner werfen und dann hochspringen, kann es passieren, also wenn das Timing stimmt, werden wir dann noch ein Stück weiter nach oben geschleudert. Und in dem Fall haben wir dadurch halt einen Teil des Levels übersprungen, indem wir einfach durch die Dornen da durch sind. So, übrigens nächster Boss. Relativ unspektakulär. Im Grunde müssen wir ihm nur ausweichen, warten, bis ein Fass runterkommt, mit dem wir ihn dann halt
also eine TNT-Fass, um genau zu sein, mit dem wir ihn dann erwischen können. Generell, was so Fässer tragen und so angeht, da ist Dixie definitiv die bessere Wahl, für gewöhnlich zumindest, weil Dixie halt die Fässer so in den Haaren über sich trägt. Diddy würde die Fässer mal vor sich tragen. Also wenn wir in den Gegner reinlaufen wollen, dann können wir das mit Diddy gut machen. Ansonsten ist Dixie eigentlich immer die bessere Wahl für Fässer tragen und dementsprechend auch Bossgegner besiegen. Nee, also so, ich glaube, so hundertprozentig RNG ist es nicht. Ich glaube, wenn wir uns immer gleich bewegen, bewegt sich der Gegner auch immer gleich. Also ich glaube, das ist aber in dem Sinne kein wirkliches festes Muster. Also für einen Casual-Spieler ist es dann wahrscheinlich eher RNG, aber wenn man die Spielmechanik dahinter kennt, dann kann man es halt manipulieren im Endeffekt, wie er sich bewegt. Da bin ich mir tatsächlich gar nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich habe es halt auch eine Weile nicht mehr gespielt. Ja, bei dem German-Bash, den wir da hatten, also da haben wir ja zwei Teams, bestehend aus vier Spielern, uns genommen. Ja, stimmt, Zorg, du hattest ja das eine Team geleitet, ne? Den Team geleitet nicht, das waren die Leiter, die das geleitet haben. Ah ja, stimmt. So war das. Sif gegen Exo, genau. Aber wir beide haben das hier mal gegeneinander gespielt. Ja, das kann sein. Das ist aber schon eine Weile her, ne? Ja. Oder war das bei dem Bash, meinst du jetzt? Bei dem Bash. Ach so, okay. Ja, da hatte ich ja das Glück, in Anführungsstrichen, wir wussten ja vorher nicht, welche Spiele das sein werden. Ich hatte das Glück, Donkey Kong Country 1 zuerst zu erwischen und ich habe ganz schön geflucht. Aber ich habe einen Punkt für unser Team geholt. Und das nächste Spiel, das ich erwischt habe, zufälligerweise, war Donkey Kong Country 3. Da habe ich mich auch total gefreut. Aber auch da habe ich einen Punkt geholt. Spannend. Am Ende hat unser Team übrigens 2 Punkte. Möchte ich nur mal so festhalten. Ja. Vini war die Hoffnungsträger des Teams. Ja. Ich habe meinen Soll erfüllt. Leider habe ich gegen die verloren. Ja. Jetzt kommt ein schöner Autoscroller. Genau. Also die Autoscroller in Donkey Kong Country, also generell in den Donkey Kong Country Spielen, die mochte ich selber nie. Das ist ja auch das, wo ich bei unserem Bash so am Verzweifeln gewesen bin, in Donkey Kong Country 1, in einem ganz bestimmten Autoscroller. Da habe ich doch ein bisschen geflucht. Und da versuche ich mich ja im Stream immer zusammenzureißen, bei sowas, also mit Fluchen und so. Da musste das ein bisschen raus. So, also wichtig ist halt an der Stelle, dass wir die grünen Fässer erwischen, damit sich halt Tore öffnen. Und es gibt aber auch so eine blauen, so eine roten Fässer, Entschuldigung, und die müssen wir vermeiden, die müssen wir ausweichen. Ansonsten würden sich nämlich die Tore vorn schließen. Und wenn wir gegen so ein verschlossenes Tor fallen, dann ja, es ist halt wie ein ganz normaler Treffer, sprich, wenn wir noch beide Charaktere haben, Diddy und Dixie, würden wir halt einen von beiden Charakteren verlieren. Und wenn wir noch einen haben, wäre es halt ein Game Over, oder nicht Game Over, aber dann wäre es ein Tod. Aber das Krokodil eben konnte nicht springen. Richtig. Oh, wow. Das war ja, das ist tatsächlich geplant gewesen. Echt? Im Speedrun macht man das auf diese Art und Weise. So, weil es ein ganz kleines bisschen Zeit spart. So, okay, Level geschafft. Wieder spielen mit dem Krokodil. Du bist ein Krokodil. Oh Gott. Ja, Entschuldigung, wenn ich das lese, dann fällt mir die Musik so ein. Da muss man Zähne ziehen, ne? Bitte nicht damit anfangen. Auf die Zähne drücken und dann irgendwann klappt er. Ja, aber bitte nicht damit anfangen. So, hier haben wir den nächsten Wrong Warp übrigens gleich. Und zwar da. Und da musst du halt auch das Spiel wieder nicht, wo es uns hinsetzen soll. Also hat es uns einfach aus dem Level rausgesetzt. Wie gesagt, es gibt Stellen, an denen sollte man das nicht machen. Ah ja, stimmt. Ja, einmal nach hinten fahren, dann kriegen wir nämlich hinten so einen kleinen Boost. Und auch wenn wir am Anfang ein kleines bisschen Zeit verlieren, spart das insgesamt halt trotzdem Zeit.
Clash. Sollte man auch als Casual-Spieler machen. Wir müssen halt im Endeffekt jetzt ja insgesamt 10 von den anderen Crocs da ja, überholen oder halt ausschalten. Geht natürlich auch. Und macht sogar noch mehr Spaß. Ja, und wenn wir die, genau. Und wenn wir die 10 halt ausgeschaltet haben, dann werden wir das Level. Ist halt sehr viel auswendig lernen, diesen Autoscrollern. Das ist halt so ein bisschen das Problem dabei. Das ist allgemein bei jedem Spiel so, wo Autoscroller sind, es ist reines auswendig lernen. Weil beschleunigen kann man die nicht so oft. Und richtig. Ja, nur hier ist halt das Problem, also die meisten Autoscroller sind ja immer recht entspannt. Also da können wir ja relativ leicht durch. Und der Autoscroller hier, man hat es ja gesehen, der ist recht schnell. Das heißt, ja, da so schnell zu reagieren, ist gar nicht so einfach. Dementsprechend am besten auswendig lernen und immer wieder daran scheitern. Oh, oh schade. Hast du nicht gesprungen? Jein, also er wäre gesprungen. Das Problem ist gewesen, dass er nicht genug Schwung bekommen hat durch die Gegner eben. Also ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, wenn wir so rollen, haben wir eigentlich mal so eine kurze Animation am Ende einer Rolle. Und ja, und die würde uns ausbremsen. Wenn wir aber während der Rolle Gegner töten, dann kriegen, also wird erstmal diese Animation übersprungen. Genau, der Controller war schuld. Und wir kriegen halt noch ein bisschen Geschwindigkeitsboost. Und irgendwas hatte da jetzt nicht so hundertprozentig geklappt mit dem entweder überspringen oder mit dem Boost. Ich glaube, das zählte in dem Sinne schon als nächste Rolle da eben. Deswegen hatte dieser Sprung dann nicht funktioniert. Aber ja, jetzt sieht es doch gut aus, soweit. Ich meine, hier kann immer ganz schnell was passieren, wie man eben gut gesehen hat. Was ich noch immer ätzend fand in jedem Donkey Kong, von den 1, 2, 3, nein, die Bienen. Ja, naja. Sind arschig. Oh ja. Die Sonics da, also ich für mich sind das immer Sonics, die sehen irgendwie aus wie Sonic, finde ich. Die können halt auch nervig werden, wenn sie, jetzt machen wir wieder einen Wrong Warp. Da sieht man, also man sieht das immer, wenn so ein Wrong Warp oder die Vorbereitung für einen Wrong Warp geklappt hat, dann haben wir halt die Animation, als wenn wir irgendwas in der Hand halten, aber wir haben halt gar nichts in der Hand, weil der Gegenstand an sich verschwunden ist. Aber dieser interne Speicher, der wird halt damit gefüttert, dass, ja, wir tragen irgendwas, aber das Spiel weiß halt nicht, was wir tragen. Und dadurch kommt es durcheinander und so, damit klappen halt diese Wrong Warps dann. Mondschein, du hast ja geschrieben, dass du durch Donkey Kong Country 1 hier nichts angepasst hast, weil das kompliziert war. Hm? Versuch mal hier Tropical Freeze und so für die Switch. Das ist wesentlich einfacher. Ja, die sind deutlich angenehmer, soweit ich weiß. Also ich habe tatsächlich Tropical Freeze und, oh Gott, wie ist das? Ja, Returns, genau. Die beiden habe ich selber nie gespielt. Ich ja, und deswegen kann ich das. Habe ich Tropical Freeze gehört? Ja. Genau. Tiger Runner. Genau. Ja, von Returns ja auch. Ja. Ja, wenn man dreimal Tropical Freeze sagt, oh, es buffert gerade. Bei dir nur. Ach, nur bei mir, okay. Wenn man dreimal Tropical Freeze vorm Spiegel sagt, dann erscheint mich ein Mr. Tiger. Ja, gut. So, nächster Bosskampf. Okay, find ich interessant, dass das der Lieblingsbosskampf vom Runner ist. Weil, ich überlege gerade, ja. Es ist nicht der schlimmste Bosskampf im Spiel, aber ich mochte ihn nicht so besonders. Wenn ich mal überlege, könnte tatsächlich sein, dass es trotzdem mein liebster Bosskampf ist, einfach weil die anderen Bosskämpfe noch schlimmer sind. Also das Schwert war mein Lieblings. Ach so. Ja gut. So, jetzt mussten wir halt erstmal die anderen Bienen da beseitigen. Ist unser Boss quasi zu so einer kleinen Biene geworden.
Die müssen wir jetzt auch ein paar Mal treffen. So, das war's. Ich hab grad Time verstanden. Ich wollte gerade sagen, ey, ist doch noch lange nicht. So, wir sind in Welt 5. Okay, Speedrun-technisch, das habe ich jetzt gerade rausgehört aus dem Commentary. Speedrun-technisch ist das hier wohl das härteste Level im ganzen Spiel. You can hit that enemy. So that was discovered like a month ago, I think. Also, ja. Execon haben wir schon verloren. Ja, weil ich weiß gar nicht, ob das beabsichtigt war. Kann sein, dass es ein Damage Boost gewesen ist. Also wir werden öfter mal Damage Boosts benutzen in der Form, dass wir halt einen der Charaktere sterben lassen. Und danach sind wir mal einerseits kurze Zeit unverwundbar und andererseits springen wir danach auch immer so ein kleines Stück nach oben. Und allein dieses Springen, das kann halt dafür sorgen, dass wir an einigen Stellen uns durchklippen können. Und mal abgesehen davon, dass wir unverwundbar sind, damit können wir halt dann durch einige Gegner einfach schnell durchspringen, durchrennen, wie auch immer. Das war knapp. Wow. Das wäre jetzt sehr ärgerlich gewesen. Wie der Casual-Spieler. Genau. Am Ende des Ziels. Die meisten Casual-Spieler sagen nämlich, nee, ich probiere das Spiel nicht im Funky-Mode, sondern normal. Und zwei Welten später sind sie am Abkotzen. Ja gut. So, hier, oh, okay. Er spielt da quasi ein bisschen rum. Also hier in dem Level haben wir die Aufgabe, in Anführungsstrichen, von diesem Geist da zu fliehen. Und oben sieht man ja so einen Counter. Und sobald der Null erreicht hat, werden wir halt von dem Geist getroffen. Und wir können halt diesen Counter erhöhen, indem wir die Plusfässer, also die grünen Fässer, einsammeln. Der wird aber auch verringert, wenn wir versehentlich mal so ein Minusfass einsammeln. Haben wir am Anfang gesehen. Genau. Und am Anfang, das hat er aber mit Absicht gemacht. Also was heißt mit Absicht? Es war so ein bisschen Zweck einfach. Er hat nichts gebracht, das irgendwie, also die Minusfässer da einzusammeln. Aber dadurch wurde es halt sehr knapp. Das sieht natürlich mal immer interessanter aus. Also, ja, keine Ahnung, ich habe hier noch 5 Sekunden und mir kann ja eh nichts passieren, Ding. Ist das ein Piratengeist oder ein Geisterpirat? Ich sag auch Geisterpirat. Das klingt angenehmer. Genau, ich sag einfach, das ist ein Geist, der irgendwann... dem irgendwann im Jenseits langweilig wurde und dann hat er sich gedacht, jetzt werde ich Pirat. So. Yes, Georgie. Yes. Damit kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Nee, gar nicht. Also das ist so eins der Level, an die ich mich noch am besten erinnern kann in dem Spiel. So, aber wir haben das nächste Loren-Level geschafft. Also generell, man sieht es ja schon, hier ist so ein bisschen... Ja, dieses geisterhafte Thema präsent in der Welt. Der 5. So, hier haben wir jetzt die Besonderheit, dass der Wind unsere Flugbahn, in Anführungsstrichen, also unsere Sprungweite beeinflusst. Wir können halt Rückenwind haben, wodurch wir deutlich weiter springen. Wir können aber auch Gegenwind haben. Und auch das ist nicht random, also das ist kein RNG-Faktor, sondern das können wir halt als Speedrunner beeinflussen, beziehungsweise an bestimmten Stellen kommt halt auch ein bestimmter Wind, so wie wir ihn brauchen. Immer du manipulieren es. Mehr oder weniger, ja. Und da ist er wortwörtlich am Ziel vorbeigeschossen. Genau. Nee, das ist aber... das ist gerade so ein kleiner Glitch gewesen, in dem wir, wir haben ja eigentlich, war das Diddy ausgewählt, haben an einer Stelle aber ganz kurz auf Dixie gewechselt und dadurch haben wir halt so ein bisschen mehr Momentum in der Luft gehabt. So, hier müssten wir jetzt eigentlich mit dem Papagei, mit Squaws, überall durchfliegen, also ganz vorsichtig und langsam, aber wie man sieht, geht es auch ohne Squaws. Ist aber deutlich anspruchsvoller. Also würde ich einem Casual-Spieler nicht empfehlen. Na, aber ja, es geht halt. Oh, First Try? Schafft das?
Also wenn er das jetzt First Strike schafft, dann bin ich beeindruckt. Ja. Ach nee, 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 das war beabsichtigt tatsächlich. Das ist ein Damage Boost gewesen. Ja, wow. First Try. Das ist gut gewesen. Wenn ich das gerade richtig verstanden habe, schafft er das nicht so oft. Richtig. Das ist auch sehr anspruchsvoll, die Stelle. Also im Speedrun natürlich, so wie man es da gesehen hat. Weil normalerweise hätten wir ja Scores gehabt, mit denen wir da langsam durchmanövrieren müssen, aber das dauert für einen Speedrun einfach zu lange. Deswegen lassen wir uns da überall immer runterfallen und an ganz bestimmten Stellen nutzen wir dann halt den Hover von Dixie. Und ja, das ist aber gar nicht so einfach. Oh nein, da ist er runtergefallen. Ah ja. Ja, man, hier an der Stelle, da ist halt das Problem, man muss halt normal schießen, also den Gegner wegschießen, muss man gleichzeitig auch die Plattformen entstehen lassen, also die Spinnennetzplattform, und dann muss man natürlich auch ein bisschen noch lenken und springen. Und das alles gleichzeitig hinzukriegen, das ist gar nicht so einfach. Auf dieser Seite, die ich vorhin gepostet habe, da sind sogar verschiedene Griffe, die man am Controller dann verwendet, für bestimmte Situationen. Da wird sogar auf sowas eingegangen. Spinne hat mir sehr gefallen, die Steuerung. Bitte? Die Steuerung von der Spinne gefällt mir. Ach so, ja. Hm? Weil du kannst ja immer so deine Ebenen selber bauen. Richtig. Richtig. Because if you don't, there is a cooldown between instant platforms. Between instant platforms, sorry. Okay. Ja, er musste da an einer Stelle auch mal ganz kurz die Bewegung stoppen. Das Problem ist nämlich, dass man, das kriegt man als Casual-Spieler wahrscheinlich gar nicht mit, aber es gibt nur eine maximale Anzahl an Spinnenplattformen, die wir gleichzeitig haben können. Und dadurch, verdammt, war der Sprung ein ganz kleines bisschen zu kurz. Ja, und dadurch, dass wir die Spinnenplattformen so schnell erstellen, haben wir irgendwann dieses Limit erreicht. Wie gesagt, als Casual-Spieler kennt man das wahrscheinlich gar nicht, da kriegt man das gar nicht mit. Aber als Speedrunner, weil wir da ja in sehr kurzer Zeit sehr viele Plattformen erstellen, da kann es dann halt schnell mal passieren, dass wir halt das Limit erreicht haben und dementsprechend wollen wir dann eine Plattform haben und die taucht einfach nicht auf, weil irgendwo eine alte Plattform noch nicht verschwunden ist. So, da hat er jetzt da hat er jetzt eine etwas sichere Route genommen gerade. Also ein kleines bisschen langsamer, aber dafür halt sicherer. So, letzter Sprung, ja. Ja, was man da auch gerade noch sieht, wenn man die entsprechenden Tiere mal bis zu einem bestimmten Punkt behält, dann kriegt man da aber noch irgendeine Belohnung. Also zum Beispiel in dem Fall eben war es das G. Ist für einen Speedrun uninteressant, zumindest für die Kategorie. Ich glaube, selbst bei 100% hat das Kong, also K-O-N-G, auch gar keine Rolle gespielt. Da bin ich mir jetzt gerade nicht 100% sicher, aber an sich gibt es halt nur ein Leben, wenn man halt alle vier Buchstaben in einem Level sammelt. So, nächster Boss übrigens noch, aber... Hier, das ist zum Beispiel RNG gewesen. Oder generell, dieser Bosskampf hat halt ein bisschen RNG, weil die Anzahl der Geister-Papageien, also der kleinen Papageien, ist zufällig und wann halt die entsprechenden Fässer oder Eier auftauchen, das ist halt teilweise auch zufällig. Da kann es halt sein, dass wir an RNG so ein bisschen Zeit verlieren. Da hat man halt keinen Eindruck. Du bist, by the way, 2-3 Sekunden hinter Bild. Achso, okay. Das hat er ja von bei mir auch gebuffert. Kann daran liegen. So, ich bin jetzt bei 32, 13. 15, 16, 17. Geisterpapagei, du war kein Geister. Mondschein, ich fand nicht gleich so. Nein. So, optimal rescue there. Achso, ja, na gut, eine Sekunde hinterher. Ja, das lässt sich dann nicht vermeiden. Dann ist halt der Delay auf dem Server und bei mir selber ein kleines bisschen unterschiedlich. Ja, alles gut. Aber danke für den Hinweis, Tiger. So, übrigens nächstes Wasserlevel.
Also wir hatten, ach so, ja, genau, wir wollen den Fisch jetzt quasi ranlocken. We did. Oh. And I think we are dead. Yes. Und ja, okay, I ja, don't know. schade. It's a Er wusste schon vorher, challenge. dass er jetzt sterben I'll wird. try it one more time. Let's see if we can get it. Er probiert es jetzt aber nochmal. Ich weiß jetzt gar nicht mehr It genau, saves was like er da 10 probiert. Muss ich seconds. jetzt nochmal kurz drauf achten. And it's really wow, that changed. It's really annoying to lose runs here. I've lost like 5. One of them was minus 40 So, na komm. seconds. Really good run. And then you fail this trick because you need Aber er you erzählt gerade, also to es gab move schon Runs, da hat er halt here. also richtig gute Runs. PB-Pace, vielleicht auch Against like WR-Pace, weiß ich jetzt Goku nicht are genau. important. Da hat er With halt, this weil trick, der oh. Trick nicht geklappt hat, halt locker mal 40, 50 Sekunden verloren. Yes, they're not moving as I want to. So, okay, I think it's time to just drop it. It's a shame, but okay. That's why this trick is hard. So, this is the other. Okay, ja gut. Also ich weiß This tatsächlich is nicht, the was das für ein way Trick in this gewesen ist. level Aber jetzt with hat er the selber auch gerade auto gesagt, attack. also jetzt versucht das nicht Got it. nochmal. Also er hat Yes, eben auch with wieder the nicht auto. funktioniert. Ja. Vielleicht weiß jemand im Chat das zufällig. And I Keine missed it, Ahnung. that's a. Ich hab's Oh, jetzt, wie nein. gesagt, in der Davor müsste man, Vorbereitung. glaube ich, Oh. Zeilo mal fragen. I Ja, das regret kann it, of sein. course. Stimmt. I was saying Stimmt. I miss him because Ich there's glaube, mich zu erinnern, dass er das only mal a gerannt hat. small, tiny section with Ja. Engarde Ja, hat with er. the any percent route Weiß gar nicht, ob er es immer attacks. noch runnt. Because you skip with the zip, you skip all this Engarde section. Just like, oh, So, tiny achso, ja, section, you übrigens, know. I das Tier, regret it das very wir much. hier haben, Engardo, ja, man sieht ja schon, was er so kann. Just charge there. Also vor allem dieses Schwimmen. For this way, Schwung, I know this genau, section, Schwimmen. not gonna Ja, aber use vor it. allem dieses So, Schwung they're und simple, halt nach simple vorne rules for dashen, really das ist sehr praktisch. Zumal wir da slow. auch, also nicht in dem Sinne That really unverwundbar sind, aber plays wir machen halt Gegnern comfortably vor with uns Schaden. Und both guns wenn wir really die in the töten, middle. dann können die uns Then you logischerweise can nicht mehr easily töten, oder können die uns keinen Schaden mehr zufügen. So. almost died there. Oh, okay, das war ein bisschen knapp And here eben. is the vertical wind. Ist er, We nach hinten saved geschleudert it. worden von dem einen Okay, Gegner. we're going to Ist see. aber nichts weiter passiert. We'll try So, hier müssen wir ein bisschen mit den Winden arbeiten. Also this. sprich, Nice. ja, uns nach oben treiben lassen. Okay, das hat Okay. funktioniert. I Uns hope nach we oben have treiben this lassen und one. dann ja, And den Sachen here is the ausweichen, water die uns da first auf dem Weg one, nach oben but it did not erwarten. work. Eine Genau. Frage, Down können wir uns in the dauerhaft middle. nach oben treiben lassen oder nur eine bestimmte Zeit immer? Nee, das sind nur Oh, bestimmte to Abschnitte. Also resolve das hat mit der Zeit gar this nichts zu wall. tun, aber bestimmte Abschnitte, die So each of the stages you ja, can da lose herrscht halt the so ein and Aufwärtswind. grab the checkpoint just in case. Here, Sieht man auch, oh, also diese wait, Blätter, die damage da boost so we zu can get sehen up. sind. Oh. Achso, nee, das war der. Ja, hier kam der Damage Boost, genau. Ich wollte gerade sagen, hier war doch jetzt Please irgendwo ein Damage boost, Boost. come back, thank you. Nee, And now we need to man sieht das an diesen Blättern, knowledge die da again. rumschwören. Wenn die Because so nach with the oben next trick, schwören, oh, I think you're going to love it. buffert das? Castle crash. Hey, nur bei dir. Onward. You Okay. skip an auto, whole Ah, auto komisch. swing. For that, Also bei here mir ist both alles gut, guns deswegen. from the beginning. Kann es auch sein, dass ich eben Then you kurz hit here. abgehackt war, hier im TS? Nee. Really Nee, important okay, here. gut. And Das schwach Gut, mich Yuki. nicht. Vielen So we Dank für break deinen onward, Raid. and then we have this last section. Not this one. Nee, was soll ich jetzt This sagen? last section. Thank you, Ich game. weiß es nicht mehr, verdammt. Really, really hard. Ah, das Because Buffern hat mich employees jetzt gerade so ein bisschen been dying a irritiert. lot, and that's Wir haben das really Level annoying. geschafft. Ah, Das, da unten genau. war noch ein This is Bonus. a 3-minute bonus Richtig, aber die round. brauchen wir ja nicht. Also gerade bei We Any% live sind here in this uns technical Boni elevator. komplett We egal. Also couldn't go komplett egal upstairs. will ich gar nicht mal We sagen, need weil those wir haben colors. ja schon ein paar Bonuslevel betreten. So instead, Das hat aber what I nicht den do, Grund, dass wir halt die Bonuslevel we an can sich be machen empty in wollten, half a minute. sondern wenn wir ein This trick. Bonuslevel verlassen, entweder erfolgreich oder nicht erfolgreich, das ist vollkommen egal erstmal. Übrigens hier der nächste This. Wrong Warp. There we go. Nice wrong warp. Now we're Ja, at okay, hat 3 funktioniert. minutes Gut. saved. Compared to beating Ja, damit normally. haben wir das ganze Level übrigens And that's it. geschafft. Was in dem Level Really quick. besonders angenehm ist, weil das That sich ganz was schön it. hinziehen kann. Nee, genau, We were defeating Bonuslevel, the da war ich enemy. gerade. Wenn And wir, we also wir haben ja beat ein the paar enemy. Bonuslevel schon gemacht, aber uns geht es gar nicht darum, die Boni da Should we abzugreifen, beat us the sondern second wenn wir ein frame Bonuslevel auf die with eine oder andere the Art item verlassen, item of dann the. werden wir immer weiter nach hinten ins Level, ins So if we eigentliche Level die gesetzt. and at the Das same heißt, wir time betreten, weiß ich the sag enemy mal, ganz confuses am his Anfang einer Welt views. das And it's Bonuslevel, like, I don't know
rennen dann sofort nach rechts wieder raus aus dem Bonuslevel. Dann werden wir halt zur Mitte des eigentlichen Levels transportiert. Damit sparen wir halt auch wieder ein bisschen Zeit. So, ja. Ja, hier gibt es jetzt auch nicht wirklich was zu sagen, ist relativ offensichtlich. Ich meine, wir haben jetzt einmal Unverwundbarkeit da uns geholt und damit konnten wir jetzt halt durch die Gegner da, also auch durch die Bienen durchrollen. Die würden uns natürlich normalerweise töten, wenn wir da durchrollen. So, hier haben wir am Anfang auch gleich ein bisschen was geskippt. Wir sind einfach in den Abgrund reingerollt. Das ist eigentlich eine Grundmechanik, die habe ich noch gar nicht erklärt. Wir können halt, wenn wir in den Abgrund reinrollen, können wir immer noch springen. Das heißt, wir können uns quasi auf horizontaler Ebene deutlich weiter bewegen, indem wir halt erst rollen. Achso, übrigens der nächste Wrong Warp. indem wir uns in den Abgrund quasi reinrollen und dann im letzten Moment nach rechts springen oder nach links, je nachdem, in welche Richtung wir gerollt sind. Und ja, auf diese Art und Weise können wir so ein paar Stellen immer skippen. Also überspringen. So, okay. Er sagt gerade, ich wollte gerade sagen, ich liebe diese Schlange. Und dann klappt auch dieser Trick nicht. Also hier will er jetzt, okay, da hat es funktioniert endlich. Da wollte er jetzt halt den ganz hohen Double Jump machen, um da schneller hochzukommen. Leider hat es eine ganze Weile gedauert, bis es funktioniert hat. Aber am Ende interessieren die Schlangen nicht so sehr, ne? Jein, also eigentlich hätte man an der Stelle die Schlange schon verlieren sollen. Also da hätte man so gar nicht mit der Schlange hochkommen sollen. Das haben wir nur mit dem Doppelsprung geschafft, mit dem nicht ganz beabsichtigten Doppelsprung. Und dadurch kann das Spiel halt nicht so wirklich darauf reagieren, dass unser Schlangensprite, also ist ja um einiges größer als Diddy oder Dixie, dass das da gar nicht reinpasst an diese Stelle, wo die Wand ist. Und ja, da werden wir einfach durch die Wand durchgedrückt im Endeffekt. Also in dem Level müssen wir halt im Grunde mit allen Tieren einmal hantieren, umgehen. Okay, hat er geschafft, okay. Ich wusste gar nicht, oder nee, mit Rami haben wir hier nichts zu tun gehabt. Also mit fast allen Tieren. Ich wusste gar nicht, dass das an der Stelle so schwer ist, da mit drei Spinnennetzen hochzukommen. Aber offenbar ist es das. Ja, das buffert bei mir zwischendurch immer mal wieder so. Ich meine, ist immer nur eine Sekunde oder so. Aber dadurch verzögert sich mein Commentary nach und nach immer weiter. Ja, bei welcher Sekunde bist du denn, wo wir gerade? Jetzt bei 40, 48, 49, 50. Bist du gleich auf mit mir? Okay, ich hatte ja jetzt nach dem letzten Buffern auch gerade trotzdem nochmal aktualisiert. Sicherheitshalber. Ja, und jetzt wird es bei mir sehr pixelig gerade. Das ist auch wirklich nur bei mir, ne? Das ist nicht auf dem Server oder im Mainstream. Oder? Doch. Ja, ich weiß es gerade nicht. Vielleicht sehen bei mir beide Streams gerade so sehr verpixelt aus. Ja, nee, das Pixeln ist bei mir auch. Ja, okay, ist allgemein. Gut, dann kann ich da nichts machen gerade. Nee, das kommt aber aus dem Mainstream. Also da können wir auf dem Server jetzt auch gerade nichts machen. Leider. So, ja genau. Das hier ist eigentlich ein Rennen. Also wir gegen diesen anderen Vogel da. Ah, verdammt, da ist er jetzt an die Stacheln rangekommen. Aber wir bewegen uns hier so schnell durch, dass der andere Vogel überhaupt keine Chance hat. Es sei denn, wir sterben. Das liegt am Mainstream. So now we're gonna do it just safely and finish the run as we can. So if my host wants to add something before we reach the room. Okay, also hier in dem Level hat er tatsächlich ein bisschen Probleme jetzt. Wobei ich aber auch sagen muss, das Level ist selbst für Casual-Spieler nicht wirklich einfach. Wenn man das dann halt im Speedrun mit der entsprechenden Geschwindigkeit machen will, ist es natürlich nochmal um einiges härter, logischerweise. So, auf geht's. Wars, ja quasi nächster Versuch. An die Stacheln wollte er da eigentlich auch gerade nicht rankommen.
Hat er jetzt einen Kong schon verloren? Also auch, ja, okay, da war es das schon wieder. Auch in Tierform haben wir halt immer nur ein bzw. zwei Treffer, je nachdem, wie viele Kongs wir vorher hatten. Und ja, dementsprechend können wir uns da auch nicht allzu viele Fehltritte erlauben. So, okay, da hat es diesmal funktioniert. Das war gut ins erste Fass reingekommen. Wir müssen dieses Fass übrigens nicht benutzen, aber es ist halt der schnellste Weg. Und so als Casual-Spieler kann man eigentlich fast nicht gewinnen, ohne dieses Fass zu benutzen. Oh, und jetzt muss er sich halt generell ein bisschen konzentrieren, hat er auch selber gerade gesagt. Oh, ja, das sieht diesmal gut aus. Auch durch die Bienen hier durch. Ja, einmal nach oben. Ja, das müsste es gewesen sein jetzt. Ja, da war die Ziellinie. Gut, er hätte jetzt theoretisch hinter der Ziellinie nochmal, also diese Bananen, das waren halt die Ziellinie. Das ich glaube, das war gerade eine fantastische Sache. Ach Gott, nein. Sind wir wieder an dem Punkt angelangt, ja? Ja. So, finaler Boss. Unless you are really panicking, because you are in PvP and you don't want to lose it. Yeah. Was? Achso, ja, ja, genau. Genau, das hatten wir vorhin ja auch schon mal. Achso, nee, es geht um das Fass jetzt im Speziellen, ne? Ja, Fass. Ja. Oh Gott, das ist ja sogar ein Emote von Tiger. Ja. Warum wundert mich das nicht? Also für die Leute, die sich jetzt wundern, was es damit auf sich hat, das ist eine kurze Zeit, ich weiß gar nicht mehr bei welchem Event, aber da ist das zu so einem kleinen Running Gag geworden, dass wir immer wieder irgendwelche Wortspiele mit Fass gemacht haben. Weil sich das einfach so ergeben hatte. Ich weiß nicht mehr in welchem Run, aber in irgendeinem Run auf alle Fälle. Unfassbar. Oh. Genau. Genau. Ich habe nur sowas. Den Chat jetzt vorgelesen. Ja, ja, ich hab's ja gesehen. Und mir hängt dieser Running Gag nach, wo Ziff den gesetzt hat. Richtig. Ja. Übrigens, achtet mal hier so ein bisschen auf den Hintergrund. Fällt dir zum Beispiel da was auf, was da nicht so ganz hinpasst? Piratenflagge? Nee. Bist schon in der Nähe von dem, was ich meine. Ja gut, jetzt sieht man es nicht, wenn wir so weit links sind. Ach, der Controller. Ja, der SNS-Controller. Kann ja sein, dass der ein oder andere das noch nicht bemerkt hat. Weil er sich da ja eigentlich ganz, ganz gut in den Hintergrund einspielt quasi. So, jetzt müssen wir hier wieder eine ganze Weile ausweichen. Das ist halt das Nervige an diesem Kampf. Wir haben sehr viele Phasen, denen wir einfach nur ausweichen müssen. Da können wir halt nichts machen. Im Endeffekt ein Autoscroller. Und das Problem bei dem Kampf ist auch, dass wir, also wir können immer in einigen Momenten ein ganz kleines bisschen Zeit sparen, wie eben zum Beispiel, dass wir halt genau im richtigen Moment diese Kugel da losgeschickt haben. Wenn wir da aber einen kleinen Fehler machen, kann es halt schnell passieren. Oh, okay. Kann es halt schnell passieren, dass wir Zeit verlieren. Und wenn der Run richtig gut gelaufen ist und dann verlieren wir hier wieder Zeit, das kann halt schon sehr ärgerlich sein. There you go, Arctic Monkeys. Yes. Wenn, soweit ich weiß, ist das mit dem, dass die jetzt blau sind, das ist einfach nur so eine kleine Spielerei. Also, also diese Wolken, die da immer mal auftauchen, die können uns halt eigentlich ja so ein bisschen affektieren, also in dem Fall ein bisschen langsamer machen. Na, aber da gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass wir halt so eingefärbt sind. Ich glaube, die violetten Wolken, die haben die Steuerung verändert. Ja. Irgendwie so, ich weiß es selber nicht mehr genau. Na, aber ja, also, hätten wir jetzt auch vermeiden können, aber sieht halt lustig aus jetzt, mit blauen bzw. jetzt violetten Affen da rumzurennen. Nudidi, genau. So, ich glaube, das war der letzte Treffer jetzt. Time, genau. In dem Moment, in dem wir die Münze eingesammelt haben, war Time. 47,20, oh, ja. Also unter der Estimate geblieben, also ist es schon mal definitiv ein guter Run gewesen. Wo war der Welt? Ach ja, 40,55. Also
ja, sagen wir fast 7 Minuten. Nee, Moment jetzt. Das finde ich gerade doof. Ja, doch, 6,5 Minuten knapp. Also 6 Minuten 25, um genau zu sein. Über seinen Weltrekord. Aber da gab es ja so ein paar Stellen, wo er ein bisschen was an Zeit verloren hat. Ein fantastisches Affentheater. Wow. Wow. Jo, das war Donkey Kong Country 2 Diddy's Conquest. Kapiert ihr den Wortwitz in dem Titel? Nein. Conquest. Conquest oder halt das Wort Conquest? Also, Moment, ich schreib's mal, damit man es besser sieht. So, Conquest. Es gibt auch Versionen, ich glaube in Japan war das, da hieß es Diddy Kong's Quest. Warum auch immer dann dieses Agostroph S woanders hingesetzt wurde.